Bern Expo in der Zukunft. Zerofest findet in den nächsten 3 Tagen in der Halle von Bern Expo statt. Wir machen wirklich ein Festival. Wir machen das mit allen Communities zusammen. Es soll wirklich sein von Communities für Communities. Man soll hier erleben, es ist sehr viel Entertainment verboten wird. Wir haben 10 Bühnen gesamt, wo wir verschiedene Panels, verschiedene Vorträge haben. Wir haben zum Beispiel eine Music Stage mit dem Spiel Just Dance, wo man selber mitmachen kann. Es ist wirklich, der Besucher wird Teil von diesem Festival. Es wird nicht nur etwas gezeigt, sondern der Besucher ist das Festival. Der soziale Austausch ist eine riesige Komponente. Das sind Leute, die Freude haben, Leute, die ihre Kultur gerne zelebrieren und die hier zusammenkommen. Wir haben die grösste Ansammlung von Schweizer Spieltiteln. Wir haben über 50 Schweizer Game-Entwickler vor Ort, was sonst noch nie vorgegeben hat. Wir haben die grösste E-Sports-Bühne der Schweiz, wo man live E-Sports zuschauen, konsumieren und mitfeiern bei uns. Es ist sehr viel Wettkampf. Es sind Athleten, die Stories haben, die Stories schreiben. Das ist wahnsinnig spannend. Als Besucher oder als Konsument von E-Sports folge ich den Athleten auch. Folge wirklich im Wettkampf, den Duell. Es gibt Sieger, es gibt Verlierer. Es ist einfach eine unheimliche Dynamik drin. Das ist die Faszination, die E-Sports am Ende des Tages ausmacht. Wir werden uns ausbreiten. Wir werden über die Jahre aus verschiedene Events und Anlässe haben, wo wirklich die Thematik E-Sports und Gaming und Cosplay weitergeführt werden kann. Einfach eine Plattform zu bieten für alle Interessierten da draussen.